Diesen Schönheitseingriff bereut die Influencerin Kim Gloss heute. Seit ihrer DSDS-Teilnahme steht die Beauty in der Öffentlichkeit und unterhält ihre Community im Netz stets mit täglichen Postings. Dazu gehören nicht nur heiße Bikini-Pics, sondern auch hilfreiche Schminkvideos inklusive Beauty-Tipps. Dabei macht die Sängerin auch kein Geheimnis daraus, dem Doc hin und wieder mal einen Besuch abzustatten. Doch mit einer OP ist Kim mittlerweile nicht mehr zufrieden, wie sie nun im Promiflash-Interview offenbart. Ich bereue zum Beispiel, dass ich mir die Haare auch vom Kopf in die Augenbrauen implantieren lassen habe. Warum habe ich das gemacht? Jetzt wachsen sie in alle Richtungen, werden so lang, dass ich zum Friseur damit gehen könnte. Deswegen muss ich sie immer stutzen. Und es nervt. Sie wachsen in alle Richtungen, sind borstig und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Jedoch erklärt die TV-Bekanntheit auch, warum sie sich damals für den Eingriff entscheidet. Grund dafür ist ein damaliger Trend. Früher habe ich es mir weggezupft, wollte aussehen wie Christina Aguilera. Dann hatte ich keine und dann wollte ich aber wieder diese buschigen Augenbrauen, die jeder hat. Doch jetzt sind sie Kim offenbar zu buschig. Dass die Operation irreversibel ist, scheint die Berühmtheit am meisten zu stören. Denn obwohl sie auch ihre Lipfiller irgendwann nicht mehr schön findet, kann sie diese wenigstens wieder auflösen lassen. Wenn ich mir meine alten Fotos und Videos ansehe, wo die Lippen sehr, sehr voll waren, gefällt es mir leider gar nicht mehr. Gott sei Dank ist das etwas, was man wieder rückgängig machen kann. Und das habe ich gemacht mit Filasen, dem Gegenmittel. Seitdem ist das Social-Media-Sternchen besonders vorsichtig mit Eingriffen im Gesicht und möchte wohl nichts mehr an sich machen lassen. Doch Kim ist nicht die Einzige, die erstmal genug von Schönheits-OPs hat. Vor wenigen Wochen legt Linda Evangelista ein überraschendes Geständnis ab. Nach einem verpfuschten Eingriff, bei dem man Fettzellen mit extremer Kälte zerstört, leidet das einstige Topmodel an paradoxer adipöser Hyperlapsie. Statt abzunehmen, nimmt die Kanadierin zu und bezeichnet ihren Körper im Netz als brutal deformiert. PAH hat nicht nur meine berufliche Existenz zerstört, sondern mich auch in einen Kreislauf aus Depressionen, tiefer Traurigkeit und Selbsthass geschickt. Dadurch bin ich zu einer Einsiedlerin geworden. Linda möchte deshalb sogar vor Gericht ziehen und auf die Risiken aufmerksam machen. Denn die 56-Jährige meint, dass man sie vorher nicht darüber aufklärt. Das will Kim bei ihrer Tochter Amelia auch anders machen, falls sie später mal etwas machen lassen möchte. Ich würde sie immer unterstützen, keine Frage, aber wirklich mit ihr sehr lange und tiefgründige Gespräche führen, ob das denn nötig ist, was das Gesicht vor allem auch angeht, ins Gewissen reden. Vielleicht lernt Kims Töchterchen ja sogar aus den Erfahrungen ihrer berühmten Mutter.